So, herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herringway zu dieser kleinen lauschigen Runde und zu diesem kleinen spontanen Stream am Samstag Nachmittag. Hui, ja, wir spielen heute Pokémon Alpha Saphir und haben da ein bisschen Spaß. Eventuell werden wir ein paar Dinge erledigen. Vielleicht werden wir heute sogar so etwas Ähnliches wie Spielfortschritt erringen. Vielleicht, aber auch nicht. Keine Ahnung. Wir werden es sehen. So, okay. Ich schalte erstmal kurz um. Wo haben wir es? Ich glaube, hier haben wir es. Bam. Und schon wieder ist der weiße Rand da. Warum ist immer der weiße Rand da? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Hallo, Huma. So, okay. Let's catch something. Ja, das ist so ungefähr das Motto des heutigen Tages. Mal gucken, ob wir es schaffen, überhaupt ein Vieh zu fangen. Ich bin diesbezüglich gespannt. Ich schalte erstmal kurz um, beziehungsweise wir gehen mal kurz ins Spiel rein. Und dann könnt ihr mir mal sagen, ob das alles so okay ist oder nicht. Ich glaube, von der Bildschirmaufteilung her muss ich das gleich anders stellen, ne? Weil das bei Pokémon ja so ist, dass der obere Bildschirm wichtiger ist als der untere Bildschirm. Hallo, Ouija-Fan. Ich bin ja für die Golem-Quest. Ich bin ja dafür, dass der Hering erstmal versucht, in das Spiel reinzukommen. Hab's jetzt immerhin auch schon wieder 2 Wochen nicht gespielt oder so. So. Ich bin jedenfalls optimal vorbereitet. Also, ihr habt den Spieleberater hier neben mir liegen. Wuhu! Das heißt, ich kann alles nachschauen, was ich nachschauen will. Das ist sehr gut. So. Ja, Bildschirmaufteilung, bla bla. Pokémon Alpha Saphir. Gut. Zunächst einmal ist mir zu Ohren gekommen, dass seit gestern wieder ein Pokémon über Geheimgeschehen zu finden, zu holen ist oder so. Könnte dies der Wahrheit entsprechen? Dementsprechend würde ich jetzt ganz gerne ganz kurz ins Internet gehen und mein Geschenk empfangen wollen. Ich hoffe, das ist einigermaßen erlaubt. Das empfängt man doch per Internet, oder? Ich hoffe es. So, Internetverbindung wird hergestellt. Suche nach Geschenk. Geschenk, Geschenk. Ich will mein Geschenk. So, wo haben wir es denn? Umstellen. Ja, ich weiß, das sieht jetzt gerade ein bisschen doof aus. Wie machen wir das denn nur? Das ein bisschen so? Wow, ein Zygarde! Zigarette? Ein Zigaretten-Pokémon. Okay. Dieses Pokémon ist schwer zu finden. Es war unglaublich schwer zu finden, offenkundig. Aber na gut, okay. Ich nehme es gerne an mich und werde mich vielleicht ein bisschen darum kümmern oder so. Ist der untere Bildschirm jetzt zu klein oder ist es okay so? Sagt mal was. Egal, lohnt sich für mich zum Tauschen. Ist gut so. Ja. Oh, was weniger Gutes ist das. Yay. Mein Internetspaktrum. War jetzt aber hoffentlich nur kurz. Naja, beobachten wir das Ganze mal weiter. Gleich mein Legi-Fenster erstarrt. Alles klar. Ja, natürlich. Ich meine, einen geschenkten Zigarre schaut man nicht ins Maul. Dementsprechend hole ich mir das ganz gerne. War nur ein kurzer Lag, alles klar. Das Geschenk wurde empfangen. Yay. Das ist das Pokémon, bei dem alle gesagt haben, dass es in Pokémon Z eine größere Rolle spielen würde. Aber dann hat Nintendo ja alle Leute getrollt und Pokémon Z nicht rausgebracht. Dementsprechend weiß man nicht, ob nochmal irgendwann zu diesem Pokémon etwas kommen wird oder nicht. Aber naja. So. Ich freue mich jedenfalls, dass ich es jetzt habe. Wir können es uns gleich mal angucken und dann mal schauen, ob es zu irgendetwas taugt. Vermutlich nicht. Ich stecke es gleich in die tiefsten Tiefen meiner Box und erfreue mich daran, dass es dann da ist. So, 239 Pokémon im Pokédex, aber das sind ja nur die gesehenen Pokémon. Ach so, ich erinnere mich, genau. Wer hat alles mein Let's Play verfolgt? Irgendjemand da draußen? 2 Leute vielleicht, irgendwie. Ich hatte beim letzten Mal. Was hatte ich beim letzten Mal gemacht? Ich habe die Welt gerettet.
Ich habe mir Rayquaza besorgt. Und jetzt könnte der kleine Bildschirm vielleicht dann doch, also der untere Bildschirm doch vielleicht doch ein bisschen klein sein, oder? Irgendwie ist das alles doof. Ach. Spiel, warum tust du uns das an? Vielleicht soll ich das beides mal so ein bisschen versetzt machen oder so. Machen wir mal so. Du hast ein Bootsticket bekommen. Ach so, das kann auch sein. Gut. Was mache ich jetzt mit euch? Weiß ich noch nicht. Was ich erstmal ganz gerne machen würde, das ist etwas, was ich im Spieleberater gelesen habe. Ich würde ganz gerne Hilfe aus meinem Haus gehen. Ja. Na, wer ruft denn da nach Hilfe? Ich weiß ja nicht. Hilfe. Ist es etwa... Oh mein Gott. Es ist der Professor, der von einem knilzigen Knilz verfolgt wird. Oh, das ist doch Hering. Hilfe, bitte hilf mir. Schau in meinen Beutel, da drin findest du ein paar Pokebälle. Klar doch. Ich erleichtere dich gern um deine Pokémon. Ich meine, ist ja nicht so, dass ich nicht zufälligerweise auch Rayquaza auswählen könnte, aber hey, was soll's. So, wähle ein Pokémon. Das Pflanzen-Pokémon Endivie, das Feuer-Pokémon Feurigel oder das Wasser-Pokémon Kanimani. Welches nehme ich denn? Ich weiß gar nicht, was mir... Welches fehlt mir denn? Ich weiß es nicht mehr. Das ist schwierig. Nehme ich jetzt einfach irgendeins nach meinen persönlichen Vorlieben? Oder... Mit was habt ihr damals Pokémon Gold Silber angefangen? Als ihr das allererste Mal gespielt habt? Also ich persönlich habe ja damals mit Feurigel angefangen und das zu einem hochklassigen Tornupto emporgezogen. Das glaube ich niemals Level 100 erreicht hat, aber na gut, egal. Aber die meisten, ich glaube viele haben mit Kanimani angefangen, ne? Wegen Wasser-Pokémon. Bisasam ist hier irgendwie nicht dabei. Ich nehme mal Feurigel, ist in Ordnung. Du hast dich für Feurigel entschieden. Aber leider kannst du keine Pokémon mehr tragen, denn du trägst bereits sechs. Dieses Knilz ist zum Glück friedlicher, als ich angenommen hatte. Aha. Als Dank dafür, dass du mir helfen wolltest, schenke ich dir das Pokémon, das du eben ausgewählt hast. Das war einfach. Es stammt aus der Johto-Region. Okay. Lustige Quest. Feurigel wurde in eine PC-Box geschickt. Dann bis bald. Ich habe das Gefühl, wir werden uns hier nochmal begegnen. Ich glaube auch. So. Jetzt hatte irgendwer schon richtig im Chat geschrieben, das ist nicht das letzte Mal gewesen. Hilfe! Ja. Auf ein neues. Hilfe! Was zum Teufel? Okay. Oh, das ist doch wieder Hering. Hilfe, bitte hilf mir. Schau in meinen Beutel, da drin findest du... Ich glaube, das Maschok will dir einfach nur ein Paket bringen. Na gut, ich schau trotzdem gerne in deinen Beutel. Was hindert mich eigentlich daran, alle drei Pokébälle zu nehmen? So, das hier sind jetzt Serpifeu, Floink und Otaro. Ja. In welcher Generation waren die jetzt nochmal, die Starter? War das bei Schwarz-Weiß oder bei... Ich habe keine Ahnung. Wie nehme ich denn jetzt? Floink, Floink. Ich glaube, hatte ich das damals gespielt? Die sind Schwarz-Weiß. Okay, dann hatte ich das gespielt. Dann hatte ich damals, glaube ich, Floink genommen. Oder? Oder die Serpifeu? Otaro hatte ich nicht, weil Otaro sieht doof aus. Keine Ahnung, bleibt mir eigentlich fast nichts anderes, als irgendwie zu Floink zu gehen. Also, es tut mir leid. So, du hast dich für Floink entschieden. Yay. Damit ist die Theorie bestätigt, dass Feuer-Pokémon nun mal eindeutig die cooleren Pokémon sind. Tut mir leid, das war ein unglückliches Missverständnis. Ich habe das Maschok vom Pokémon-Zustelldienst doch glatt mit einem wilden Maschok verwechselt. Kann ja mal vorkommen. Ah, ich weiß. Als Dank dafür, dass du mir helfen wolltest, schenke ich dir das Pokémon, das du eben ausgewählt hast. Es stammt aus der Einal-Region. Hering erhält Floink.
Hallo Kirby Freak. Floink wurde in einen PC-Bus geschickt. Dann bis bald. Ich habe das Gefühl, wir werden uns ja noch ein weiteres Mal begegnen. Ehrlich? Gibt es hier noch ein Starter geschenkt? Moment. Das möchte ich gleich überprüfen. Nö. Der Professor hat mich angelogen. Verdammt. Na gut, okay. Man kann nicht alles haben. Ich meine, war jetzt eigentlich auch schon zu viel des Guten, wenn wir mal ganz ehrlich sein wollen. So, ich möchte fliegen. Und zwar, wohin, also wohin soll die Reise gehen, beziehungsweise was möchte ich heute jetzt eigentlich als nächstes machen? Eigentlich würde ich furchtbar gerne die Pokémon-Liga nochmal kurz durchspielen, damit ich mir dann dieses eine legendäre Pokémon schnappen kann, was mir so ein bisschen durch die Lappen gegangen ist während des Let's Plays. Ich glaube, das ist eine. Ja. Das ist jetzt vielleicht nicht das Schlauste, was man als nächstes tun könnte oder so, aber ich habe da eigentlich Bock drauf. Deswegen machen wir das auch so. Und mir wurde auch diverse Male, glaube ich, unter die Videos geschrieben, dass ich bei der Pokémon-Liga jetzt irgendwas verändert haben soll oder so. Keine Ahnung, kann ich nicht beurteilen. Wir gucken einfach mal. Wir probieren es einfach mal aus. So. Wird schon schief gehen. Hoffe ich. Denke ich. Deoxys Hype! Richtig. Hype, Hype. Hering, hast du in Weimar? Weiß ich nicht. Falls ja, nimm es mal mit. Jetzt zu spät. Schon sehnsüchtig erwartet, denn jemand, der so stark geworden, da ist erfreulich. Die sagen jetzt tatsächlich was anderes. Das ist besonders erfreulich, da Troy uns den Top 4 Schlüsselsteine hat zukommen lassen. Mit anderen Worten, meine Pokémon können jetzt auch die Mega-Entwicklung durchführen. Das wird sich ein heißes Hänschen. Hehe, toll. Cool. Lass mich raten, die sind alle 20 Level stärker oder so? Du. Ich hoffe es zumindest nicht. Wäre ganz cool, wenn wir einigermaßen schnell durchkämen. Oder auch nicht. Ernsthaft? Oh, wow. Oh, Leute. Warum haben die... ich hasse es. Okay. Ist egal. Ja, dann machen wir halt Mega-Entwicklung. Und dann hauen wir immer feste drauf. In der Hoffnung, dass es funktioniert. Oh Mann, ey. Eieieiei. Das wird lustig werden. Aber gut. Bin mal gespannt, auf welchem Level dann die späteren Pokémon so sein werden. Okay. Interessant. Interessant. Keine Ahnung. Zumindest erhalten sie jede Menge Erfahrungspunkte. Griffeldes. Was war nochmal Griffeldes? Ich habe keine Ahnung. Es macht so unglaublich viel Spaß, glaube ich, mir beim Pokémon-Spielen zuzugucken. Ach, es ist erstaunlich. Aber egal. Gut. Irgendwie will ich Deoxys haben. Deswegen muss ich das halt machen. Passt schon. Die Pokémon, die auf der Seite des Gegners kämpfen, erhalten Rückenwind. Und das bedeutet, dass er jetzt schneller ist oder so? Deswegen kann er einen Sturzflug direkt ausführen? Vielleicht. Was hast du jetzt eigentlich genau vor? Top 4 besiegen. Tengulist. Okay. Rätselhafte Luftströmungen haben sich gelegt. Das ist gut. Vielleicht sind jetzt auch alle auf Level 70. Normal effektiv, weil Kamerupt noch zusätzliche Gestein-Pokémon ist. Setze als nächstes Torhydro ein.
ihre Initiative steigt, ja. Ein Planers müsste ich mir auch nochmal besorgen. Haben wir einen Planers? Weiß ich nicht. Ob ich das tatsächlich hier irgendwo mal fangen durfte oder konnte. Und unser erstes Level 80 Pokémon, herrlich. Setze als nächstes Absol ein. Keine Ahnung mehr, was Absol für ein Typ ist. Unlicht irgendwas, wir hauen einfach mal feste drauf. Wird schon passen. Offensichtlich. Das Trugbild von Zoroark verschwindet, was zum Teufel? Okay, das ist cool. Sehr interessant. Ah, und da haben wir das Mega-Pokémon. Und ihm wachsen Flügel. Sieht hier schon irgendwie putzig aus. Lass mich raten. Es ist dann, wenn es in die Mega-Form wechselt, auf einmal auch ein Flug-Pokémon. Könnte dies der Wahrheit entsprechen? Ach ja. Habe ich überhaupt genug Heil-Items mit? Ich hoffe es. Weiß nicht mehr, hatte ich beim letzten Mal viele Sachen hier eingesetzt? Zwischen den Kämpfen? Ab und zu musste ich, glaube ich. Na sowas, schon wieder verloren. So ein Ärger aber auch. Wow, du spielst wirklich in einer anderen Liga. Doch ich will dich gar nicht länger aufhalten. Immerhin warten die anderen schon, ist klar. Wie spaßig. Euer Hypertrank habe ich ein bisschen. So. So. Und dann haben wir hier noch die normalen Tränke. Die kann mal Kamerupt aufbrauchen von mir aus. Und weiter geht's. Wenn ich die Tür treffe. Der Retter der Welten. Ja, das muss man auch mal so sehen. Hat mir eigentlich irgendjemand anständig dafür gedankt? Ich hatte nicht so unbedingt das Gefühl dafür, dass ich den gesamten Planeten gerettet habe. Ha, ich hatte schon auf dich gewartet. Diesmal habe ich ein paar neue Tricks für dich auf Lager. Sei auf alles vorbereitet. Okay, bin auf alles vorbereitet. Okay, Absol bleibt also Unlicht-Pokémon. Und jetzt gegen ein paar Geisterschnupsis. Natürlich. Packe ich mich direkt wieder in die Mega-Entwicklung. Ich packe mich direkt wieder in die Mega-Entwicklung. Komm, hier, so, zack. Wobei das mit meinem anderen süßen kleinen Mega-Pokémon fast mehr Sinn ergeben würde, oder? Die AP von Rayquaza sind halt sehr gering. Ich glaube, das wird nicht für die gesamte Liga reichen. Das ist so meine Befürchtung jetzt. Aber naja, was soll's. Vor allem, vielleicht hätte ich mir ja Rayquaza eher für Troy oder so aufheben sollen. So von wegen Drachenattacken gegen Drachen-Pokémon. Drift Zeppeli ein. Ja, dann komm her mit deinem Drift Zeppeli.
Welches Level hatte dieses Pokémon, Sydney? Es wird einem leider nur in XY richtig gedankt für die Weltenrettung. War das so? Kann ich mich nicht dran erinnern. Und normalerweise merke ich es mir sehr, wenn Leute mir Honig ums Maul schmieren. Sehr seltsam. Zugegeben, es war schon auf Level 100. Ja, na gut. Ich glaube, dann erklären sich eventuell gewisse Dinge. Er ist schneller, ne? Ja, er ist schneller. Ich habe keine Ahnung, was Pokémon Sage ist oder Sage oder wie auch immer, VG-Fan. Gewaldro. Ach komm, Gewaldro müsste wenigstens halbwegs schnell sein. Pokémon-Hack. Ja, gut. Okay. Pokémon-Hacks gucke ich mir ganz gerne an bei anderen Leuten, aber das muss ich jetzt nicht unbedingt selber spielen eigentlich. Bin ich nicht so ein Fan von. Oh. Oh, ich hab's vergessen. Dass das Ding auch ein bisschen Feuer interessant. Hoppla. Okay, merkt man schon. In Kombination mit Chat ist das Spiel hier nochmal eine Ecke schwerer. Ich krieg zu viel. Ach, ist egal. Komm, hau einfach drauf. Das war ein Volltreffer? Danke. Eieieiei. Das macht ja Spaß. Tentoxer, ab in den Ring. Jo, das... Ah, zu Beerus Need. Natürlich. Das Mega-Pokémon hatte noch gefehlt. Da versteckt es sich hinter seinem großen Kristall. Und... es scheint tatsächlich viel auszuhalten. Und in Kombination mit Top-Genesung, was sie mit Sicherheit gleich einsetzen wird, könnte das Ganze doof werden. Ja... oder auch nicht, denn Zubiris landet nicht im roten Bereich und dementsprechend verzichtet sie auf Top-Genesung. Yay! Ich habe nichts anderes erwartet. Ja, wem sagst du das? Oh, schade, schon wieder verloren. Ja, mit vereinten Kräften, ich bereite mich. Ja, ja, nächster Kampf. Okay, cool. So, wie geht's meinem Team? Alles blöd. Ja. Es wird so schön, es wird so schön, es wird so schön. Ich bin so froh, wenn ich hier das zweite Mal durch bin. Und dann wird es mir hoffentlich gelingen, bei den jeweiligen interessanten Pokémon zur rechten Zeit abzuspeichern. So dass ich die Pokémon-Liga dann im Normalfall eigentlich nicht mehr machen muss. Aber na gut. Oh, Limonade habe ich auch nicht mehr so viel, interessant. Ja, alles irgendwie nicht so doll, ne? Packen wir Rayquaza mal weg. Ich glaube, das ist nicht so eine gute Idee. Wir setzen mal Gewaldro nach vorne. Und hauen mit purer Kraft drauf. Hm.
Achso, nee, Moment, das war die Ice Lady. Den schicken wir halt Kamerup in den Ring. Und hoffen auf das Beste. Ist wahrscheinlich eh zu langsam. Dann viel Spaß mit deiner Freundin und tschüss, Silverfuchs. Sind schon ein paar wunderliche Pokémon mittlerweile dabei, ne? Wenn man das so sieht. Es fängt an zu hageln. Naja, das ist für mich kein Hagelsturm, die paar Schneeflocken. Aber nun gut. Ich will mich nicht beschweren. Ach natürlich, die können alle sowas. Ja, warum auch nicht? Es ergibt ja auch Sinn. Setz als nächstes Wahlreiser an. Möchtest du dein Schnups-Pokémon wechseln? Ich möchte mein Schnups-Pokémon wechseln. Kamerupt, komm zurück. Los, Gebaldro. Ja, ja, ich weiß, Pflanzen-Pokémon und so. Ist blöd gegen Eis-Pokémon, aber was soll ich denn tun? So, Mega-Entwicklung und probier es nochmal mit einer Laubklinge. Zum Schluss rettet wahrscheinlich sowieso wieder Geradax den Tag. Cool. So habe ich mir das vorgestellt. So und nicht anders. Frostetje. Was war nochmal Frostetje? Das war reines Eis-Pokémon oder so, glaube ich, oder? Ist egal, hau einfach drauf. Mach es weg, mach es weg! Das ist nicht dein Ernst, ey. Ach Mann, komm! Das ist doch lächerlich. Ja. Ja gut, dann komm. Mach es fertig, los Geradax. Geradax, Geradax. Ja, jetzt heilt sie Frostetje hier sowieso wieder, ne? Ja, genau. Es hat keine... Ach so, es ist ein Geist-Pokémon. Und ich lese es nur so im Vorbeigehen. Cool. Das heißt, Geradax kann so ziemlich gar nichts tun. Wow. Es ist so lustig. Es hat aufgehört zu hageln. Ein Schlammwurge irgendwas. Sind Geister-Pokémon gut gegen Gift? Nö. Warum? Wäre Schwachsinn, oder? Das ist nicht sehr effektiv. Doch, anscheinend. Cool. Geister-Pokémon lassen sich nicht so einfach vergiften. Oder... Mit Wasser kann es nichts zu tun haben eigentlich. Naja. Wie? Wehrt die Attacke ab? Warum wehrt die Attacke ab? Sehr kurios. Wird's nicht wirklich verstanden, aber egal. So, ich glaube, ich muss heile machen, weil sonst habe ich nicht mehr lange Spaß irgendwie an meinem Pokémon. Was ein bisschen schade wäre. Ah, setz Hauptgenesung ein. Ja, ja, gut, okay. Setzen wir die ganze Geschichte wieder auf Null hier. Bin ich auch sehr stark dafür. Weil es die Fähigkeit Schneemantel hat. Und Schneemantel bewirkt was? Hallo, Silver.
Das erhöht den Fluchtwert in Hagel. Das ist gemein. Warum sagt mir sowas keiner im Vorfeld? Ah. Oh, das macht so richtig Spaß. Einfach wegspülen, das Ding. Ein Volltreffer, danke. Warte, sind zwei von denen? Setz als nächstes Gelatino ein. Davon hatte Tryzer ein Shiny. Gelatino. Das kann ich jetzt aber mal mit Gyarados wegnomsen. Nomsen ist ein gutes Stichwort, weil ich glaube, Gelatino sah auch so aus wie eine Eistüte oder so, ne? Ja, herrlich. Gut. Lutsch es einfach auf. Los, Gyarados. Ja, fast. Naja. Okay. War jetzt nicht so geil, wie ich es mir vorgestellt habe, offen gesagt. Na gut. Probieren wir es mit Kopfnuss. Hätte ja zurückschrecken können. Eishaut wirkt. Oh, diese Pokémon sind alle so herrlich. Warum haben eigentlich meine Gegner konsequent die super krass geilen Pokémon in ihrem Team? Und ich nicht. Irgendwas läuft hier falsch. Tja, Rayquaza ist nach Eisattacken sofort hinüber. Was sag ich mit Panzereron als Stahl-Pokémon? Ich meine, okay, ist auch Flug, ja, aber ansonsten? Die Stahlattacken nicht gut gegen? Wehrt die Attacke ab. Jetzt fängt er wieder damit an. Hau es einfach zu Brei, bitte. Ja, das ist sehr effektiv. Oh, cool. Kamerupt ist zu langsam, Sidney. Setze als nächstes Siberio ein. Stahlflügel. Danke. Ach, Panzereron. Genau für sowas mag ich dich. Für die erfolgreichen Sternstunden in deinem Leben. Für Nontor. Was war das nochmal? Das war auch irgendein Albtraum-Pokémon. Mega-Entwicklung. Hat dir noch gefehlt. Okay. Setzt Hagelsturm ein. Also theoretisch, wenn Panzereons nächste Attacke trifft, ist gut. Warum genau war ich jetzt... Ich hätte ruhig nochmal schneller sein können, oder? Theoretisch. So, jetzt wird's langsam eng. Aber gut, probieren wir es mal weiter. Setz Schutzschild ein, aha. Auf solche Tricks greifen wir jetzt also zurück, ja? Interessant. Schütze dich aber nur eine Runde lang. So, jetzt bitte. Surfer und go. Kamerupt reicht Level 77. Herrlich. Es ist ganz schön heiß hier. Ja, wem sagst du das?
Dein Ziel ist wohl auch in meinem frostigen Wärter. Begib dich zum nächsten Mitglied. Oh Gott. So. Ja, hat wer Lust auf eine Limo? Eine leckere Limo. Yum, yum, yum. Oh, guck mal hier, Kamerupt. Und nochmal Kamerupt. So. Toppeleber? Oh, habe ich ja gar nicht mal so oft. Das ist ja doof. So, Beleber für Gewaldro. Und Geradax. Und Panzeron. Und Hypertrank für Tentoxa. Was war eigentlich mit der Kumo-Milch? 100 Punkte. Jotun, bitte. Milch macht müde Pokémon wieder munter. Bekanntermaßen. Wo habe ich die ganze Milch her? Ich weiß es nicht. So, und der nächste? Das war doch... Ah ne, der nächste, war das nicht der komische Drachenheini? Ja gut. Dann schicken wir wieder Gewaldro nach vorne. Und setzen auf die unzerstörbare Wirkung seines Drachenhiebs. Yay, 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 yay. Wenn ein Pokémon nach der Mega-Entwicklung schneller ist, zählt das erst in der Runde nach dem Auslösen der Entwicklung. Okay, das habe ich jetzt begriffen. Ich werde es mir vermutlich nicht merken können. Aber... ich versuche es trotzdem mir für die Zukunft zu bewahren. Vielleicht klappt's. Kleiner Funfact, Rizoros kann Surfer lernen. Das ist schön für Rizoros. So, Mega-Entwicklung und Doppel. Doppel-Doppelhieb. Pikachu auch. Ja, das war toll, ne? Pikachu konnte damals Surfer erlernen, indem man mit Pokémon Stadium gearbeitet hat. Man musste irgendeine Bedingung oder so erfüllen. Und dann konnte man seinen Pikachu Surfer beibringen. Beziehungsweise es ging irgendwie auch mit Pokémon Gelb? Mit dem einen komischen Minispiel oder so? Ey, komm! Anjojobo! Zerstöre es! Gewaldro erreicht Level 81. Ich liebe dich, Gewaldro. Dafür liebe ich dich nicht. Naja. Setz das nächste Tandrak ein. Was war Tandrak? Man weiß es nicht. Wir sagen erstmal weiterkämpfen. Und dann machen wir folgendes. Lustiges, kluges. Habe ich nicht sowas wie einen Aufwecker oder so? Oder vielleicht einen Hyperheiler. Vielleicht tut's der auch. Und bitte. Schlammwoge? Ach komm. Ach komm, das ist doch Verarsche. So. Ey, jetzt enttäuscht mich nicht. Ja, geht doch. Hallo Anni. Setz als nächstes Libeldra ein. Weiterkämpfen. Wenn der Doppelhieb trifft, dann ist ja eigentlich leichtes Spiel hier. Wenn er trifft. Wenn gleich wieder nicht treffen sollte, dann habe ich ein Problem. Setz als nächstes Maxax ein. Auch ein sehr toller Name. Aber ein vergleichsweise cool aussehendes Pokémon. Weiß ich nicht. Erinnert mich so ein bisschen an Despotar. Dem fällt auch nichts Neues mehr ein. Brutalander. Achso, jetzt kommt hier die Mega-Edition.
Brutalandanit. Auch ein sehr schönes Wort. Wo hatten wir das jetzt schon mal gesehen? Das war in diesem Storystrang, oder? Kann es sein, dass es die eine Drachentrainerin eingesetzt hat? Ach komm. Ernsthaft? Ja, das war so klar. Gut! Schade, dass Rayquaza keine Drachenattacke mehr frei hat. Tja. Was mache ich nur? Ich schicke mal Panzer Eon ins Rennen. Und ärgere ihn ein bisschen. Oh, er ärgert mich. Weil er natürlich Donnerzahn beherrscht. Das war natürlich absolut klar und konnte man voraussehen. Top-Genesung. Wenn ärgern, dann aber auch Sandwirbel. Ja. Ja, wäre eigentlich eine gute Idee, oder auch nicht. So, jetzt macht er mich gleich sowieso kaputt. Aber zumindest hat Panzer Eron ihm nochmal so richtig gezeigt. Ich glaube, das kann man so durchaus festhalten. Okay. Jetzt bräuchte ich nur noch ein Pokémon, was ihn gleich one-hittet. Leider habe ich so eins nicht. Es ist eine Krux. Gut, so, dann... Naja, okay, dann halt Geradax. Los, streng dich an, Geradax. Geradax. Kopfnuss? Eher nicht. Okay. Geradax ist zurückgeschreckt. Ja, das wäre eigentlich genau meine Taktik gewesen. Schade aber auch. Man kann nicht alles haben. Das war Geradax. Probieren wir es einfach mit Kamerups gewaltiger Power. Ich probiere es mal mit Eruption. Was soll's. Er macht wirklich... Oh, das ist so... Das ist so bescheuert. Gut, dann machen wir es halt anders. Ist mir egal. Wo habe ich es denn? Torpeleber. Gewaldro. Bam. Kamerup wurde besiegt. Achso, jetzt ist er aber natürlich nicht mehr mega. Lustig. Ah, aber er ist zumindest schneller. Und schafft es trotzdem nicht. Top-Genesung. Es war so klar. Mann. Aber es war seine letzte Top-Genesung, oder? Er hatte davor schon eine eingesetzt. Ja. Oh Mann. Ja, das kann jetzt zur unendlichen Geschichte werden. Bringt mir nichts. Aha, Gewaldro wehrt die Attacke ab. Weil ist so.
Das ist sehr effektiv. Gut. Sei mal schneller, sei mal schneller, sei mal... Oh, oh, oh. Oder, ja, wehr einfach die ganzen Attacken ab. Zack, zack. Gewaldro bewegt sich wie ein geölter Blitz durch die Arena und ist einfach nicht mehr zu treffen. Ja, 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 ja. Ah. Ausgezeichnet. Yay, sehe ich auch so. Bittere Kostprobe. Los, begib dich zur nächste Herausforderung. Warum genau muss ich mir das nochmal antun? Ich bin der Champ der verdammten Region, mein Gott. Die müssten alle irgendwie mir huldigen und auf den Knien vor mir herrobben. Also, das wird zumindest etwas, was ich befürworten würde. Schau mal deine Beeren an, da sind viele nützliche dabei. Könnte ich tun. Könnte ich wohl möglich tun. So, gibst du Paralyse, Schlafvergiftung, Verbrennung, füllt sie AP um 10 Punkte wieder auf. Okay, Rayquaza für Drachenpuls? Bei wem hat noch was gefehlt? Na, Doppelhieb war nicht mehr viel, ne? Aber ich glaube, der Rest war dann okay. Ach, passt schon. So. Und ab durch das große Tor der Verdammnis, das da einfach so herumsteht und keiner weiß, warum dieses Tor so groß ist und in dieses Gebäude passt. Hi, Troy. Willkommen, Champ. Lass mich ein weiteres Mal deine Kraft teilhaben. Ja, gern doch. Er hat ja förmlich danach gebettelt. Also bitte. Versus Troy, Champ der Pokémon-Liga? Moment, das stimmt so nicht. Das stimmt so nicht. Eine Herausforderung von nicht mehr Champ Troy müsste da stehen oder irgendwie sowas in der Art. Das ist einfach nur Verarsche. Entschuldigung. Jetzt kommen die mir echt mit Panzer Aeron als allererstes? Die können mit allem Möglichen kommen, aber doch nicht damit. Ach, das ist doch dumm. So. Schafft Kamerup das? Ich hoffe es. Setz Stachler ein. Scheiße. Ach, Mann. So, jetzt einfach weg. Setz Toxin ein. Mhm. Was ist das? Also, ja, gut, ist egal. Das hat auch noch Robustheit. Oh Mann. Das ist so lächerlich. Also gespeichert vom Champ? Nö. Warum? Jetzt hat er schon mal eine Top-Genesung verballert. Jetzt verballert er gleich das zweite. Und dann ist der Rest ja nur noch ein Kinderspiel. Okay, er verballert nicht das zweite. Seht ihr, ein Pokémon schon mal weg. Da waren es jetzt ja nur noch 5. Naja. Setz als nächstes Stolos ein. Nö, lass mal weiterkämpfen. Warum setzt er Stolos ein? Weil er schneller ist, ja? Ja, er ist schneller. So, okay. Stahl-Pokémon. Stahl-Boden-Pokémon? Weiß der Teufel. Setz mal Zentoxa ein. Ich hab gar nichts abgelehnt, Faura. Also. Er hat auch Robustheit. Was ist denn los mit euch?
Das ist so lächerlich. So. Feierabend jetzt langsam mal hier. Setz als nächstes Lepomentas ein. Wer war Lepomentas? Ich glaube, das war irgendein Geistding oder so. So, wir machen mit Tentoxa einfach weiter. Nochmal Surfer. Hauen jede Menge Schaden rein. Das ist sehr effektiv. So, es war gleichzeitig noch ein Grund-Pokémon. Das ist sehr effektiv. Lob. Cool. So. Dann. Feuern wir als nächstes Panzer-Eron drauf. Bodenpsycho. Naja, okay, dann lag ich ja fast richtig. Aber wenn es Psycho ist, dann hätte ich jetzt auch die Nachthieb machen können mit Undicht-Attacke, aber na gut. Jetzt hat er jedenfalls seine zweite Top-Genesung verballert. Dementsprechend, wir sind absolut im Soll. Die Wertattacke ab, wollte mich. Nachthieb, los! Yay, das ist sehr effektiv. Offensichtlich. Sondersensor. Mhm. Warum auch immer. Ja. Kann ein bisschen dauern. Bisschen. Alles im Soll. Warte mal das Mega-Pokémon ab. Hering, du wirst sterben, du wirst sterben. Ja. Ja. Na gut. Lasst mich mal machen. Und puff. Lepomentas wurde besiegt. Setz als nächstes Aerodactyl ein. Jetzt wäre Tentoxa cool. Aerodactyl. Hm. Obwohl Gestein? Kann ich auch bei Panzer-Eron bleiben, oder? Stahlflügel? Feuerzahn. Warum kann... Ich frag nicht. Okay. Das war gut. Das war sehr gut. Panzer-Eron, aufgrund dieser fabelhaften Leistung möchte ich dich ganz gerne im Rennen behalten. Flup. So. Stahlflügel. Ja. Mach einfach Stahlflügel und mach's weg. Mach es weg. Ja, danke. Mein Gott. So. Weiteres Pokémon vom Champ besiegt. Was ist Rockara? Rockara. Keine Ahnung. Aha. Stahlflügel? Sehr effektiv. Leider. Naja. War trotzdem ganz okay. Danke. So, Geradax, mach es fertig. Das wirst du jetzt ja wohl hinkriegen, oder? Die ganze Vorarbeit ist schon geleistet. Du musst einfach nur noch den Gnadenstoß vollführen. Ja, genau so. Das ist nicht sehr effektiv. Ist aber egal. Setz als nächstes Metagross ein. So. Mit wem benutze ich jetzt die Mega-Entwicklung? Mit Rayquaza oder Gyarados?
Rayquaza hat vielleicht die brauchbarere Attacke, oder? Oder nicht? Eigentlich ist es egal. Nee, ist nicht egal. Rivaldo hat das höhere Level. Rayquaza ist trotzdem stärker? Bin mir gerade nicht sicher. Ach, wir benutzen mal Rayquaza. Im Notfall muss es halt nochmal Kamerupt richten, indem ich es wieder lebendig mache. Ich hoffe, das funktioniert. Gewaldro, gut. Hab mich schon falsch entschieden. Alles klar. Ist aber nicht schlimm. Mega-Entwicklung, Drachenpuls. Ich probiere es einfach. Level 79 Meter groß. So herrlich. Das ist nicht sehr effektiv. Oh, cool. Gut. Wusste ich nicht. Mal wieder. Zenitstürmer haut leider auch nicht so gut rein. Jetzt hätte ich noch mal Turbo-Tempo machen sollen. Rätselhafte Luftströmungen haben sich wieder gelegt. Gut. So. Jetzt setzen wir Geradax ein. Als Puffer. Und tja, und machen was? Setzen Torpelleber ein für Kamerupt. Kamerupt wird bestimmt trotzdem keine Attacke überleben. Das ist das Problem. Wow. Oh oh. Tja. Eruption. Ah, kann sich nicht bewegen. Oh, cool. Aber lass mich raten. Doch, es ist... es hat zum Glück gereicht. Oh, Gott sei Dank. Das ist mehr Glück als Verstand. Ja. Puh. Und wieder hast du mich auf meinen Platz verwiesen. Ja, und jetzt bleib da endlich mal. Aber das hat auch seine Vorteile. Jeder Kampf gegen dich bereichert mein Wissen. Das hier ist für dich als Dankeschön. Hering erhält Metagross-Need. Cool. Das ist eins der kostbarsten Stücke aus meiner Sammlung. Wenn einer auf diesem Planeten dazu in der Lage ist, seinen wahren Wert zu verstehen, dann du. Aber nun lass uns zur Tat schreiten. Es ist Zeit, dich für deine Leistungen mal wieder gebührend zu ehren. Danke. Halleluja. Hallo Hellnagel. Da wären wir, in diesem Raum. Ja, ja, ich weiß das doch alles. Ich bin schon Champ. Hör auf, mich so zu bevormunden. Das ist schlimm und schlecht und schrecklich. Gut. Das war jetzt der erste Streich. Und der zweite folgt zugleich. Denn jetzt können wir mit dem eigentlichen Spiel weitermachen. Yay. Ganzen Kämpfe halten so unnötig auf. Das ist so schlimm. So. Ja, da freuen sie sich. Meine ganzen kleinen, süßen Schmokemon. Glückwunsch! Du bist der Champ der Pokémon-Liga. Mal wieder. Du wirst diesen Titel nicht behalten. Mal wieder. Komm doch vorbei. Mal wieder. Hering hat das Spiel gespeichert. Nein, kein Abspann.
Dumm, die dumm, die dumm. Ah. Natürlich. So. Cool. Also, jetzt geht's richtig los. Wuhu. Hilfe? Ernsthaft? Was denn nun noch? Hilfe! Oh, das ist doch schon wieder Hering. Hilfe, bitte hilf mir. Schau in meinen Beutel, da drin findest du ein paar... Was zum Teufel? Okay. Ah! Die Pokémon, die ich nicht kenne. Chillast, Panflam oder Plinfa. Eine Pflanzenschildkröte, ein Feueraffe oder ein Wasserpinguin. Ich nehme natürlich den Pinguin. Ja, jetzt nur wegen Herring Ray. Ja, ist egal. Gruß zurück, Hellnagel. Blub, blub. Tut mir leid, das war ein unglückliches Missverständnis. Ich dachte, dass bestimmt ein Pokémon sein muss, das mich hier verfolgt. Ich hätte nie gedacht, dass es meine Frau sein könnte. Ah, ich weiß. Als Dank dafür, dass du mir helfen wolltest, schenke ich dir das Pokémon, das du eben ausgewählt hast. Es stammt aus der Sinnoh-Region. Yay. Plinfa wurde in eine PC-Box geschickt. Dann bis bald. Ich würde mich freuen, wenn du mich mal in meinem Labor komm mich mal besuchen. Und erlöse mich von meiner Frau. Okay. Professor, ich kann Sie besuchen. Und zwar genau jetzt. Ich hoffe, Sie sind vorbereitet. Lässt du mich mal einen Blick auf deinen Pokédex? Nein. Das ist mein Pokédex. Du darfst doch nicht reingucken. Pokédex ist ein kostbares Andenken und okay. Schenkst du mir was? Professor Birkstell... Ne. Gut. Okay. Sobald sie weiß, was das Internet ist, werde ich dir deinen Kanal empfehlen. Okay. Aber dann darf sie auch nur die richtigen Videos schauen, Hellnagel. Nicht, dass sie sich irgendwie zu Dead Space oder so verirrt. So. Jetzt habe ich irgendwie... Naja, ist egal. Ist egal. Komm. Fliegen. Ach so, ne, naja. Wobei. Okay, das heißt, es hat keinen höheren Sinn und Zweck, dass ich dahin fliege. Es ist, egal. Ich will eigentlich nur kurz einkaufen. Der Shop, der war ja direkt hier neben dran, ne? Düp, 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 düp. Willkommen im Pokémon Supermarkt. So. Also Hyperbälle habe ich sogar genug. Na dann. Aber komm, dann können wir wenigstens auch mal hier vernünftig Hypertränke kaufen. Und noch ein bisschen Top-Genesung. Und noch ein bisschen Beleber. Und dann fühle ich mich schon viel wohler in meiner Haut. Und dann kann das eigentliche Abenteuer jetzt beginnen, wie gesagt. Also, und das eigentliche Abenteuer führt uns am heutigen Tag an diesen einen schicksalshaften Ort. Wo ich einen Fehler gemacht habe. Ein Fehler. Ich fand aber irgendwie, dass es nur bedingt meine Schuld war, unterm Strich. Wenn man genauer drüber nachdenkt. Ich bin hier falsch. Moment. Ich bin jetzt gerade verwirrt. Wie war nochmal der richtige Weg zum Turm? War das hier denn hoch oder was? Warum begegne ich jetzt einem wilden Tentoxa? Hier war noch nie ein Tentoxa. Flucht. Mache ich nicht oft, aber egal. Nein, das ist irgendwie falsch, oder? Oder? Nee, das war richtig. Ich gehe absolut richtig, mein Gott. Fassbar.
Fatih sagt immer dieses... Nicht mal, mit dem Fahrrad kann ich hier durchfahren. Dö. Tschö, Prinz Huma. Aber bitte nur einen Löffel Nutella, Anni, und nicht die ganze Nutella... Wie sagt man? Nutella... Das Nutella-Glas, ja. Ich habe gerade überlegt, Nutella-Dose, Nutella... Was auch immer? Nein, Nutella-Glas ist, glaube ich, richtig. So. Ich möchte wieder hochgehen. Ich möchte wieder hochgehen. Prinzipiell müsste doch dann jetzt auch nur Deoxys erscheinen, oder? Also nicht, ja, wäre Schwachsinn, wenn Rayquaza nochmal kommen würde. Dann könnte man sich unendlich oft legendäre Pokémon farmen, also das wäre Blödsinn. Ne, das wird so nicht funktionieren. Hallo, Rango. Langer, beschwerlicher Pfad nach oben. Mit nur ein paar Dutzend Zufallsbegegnungen. Ich wurde immer wieder gefragt, warum ich keine Schutz-Items benutze. Das hat den relativ einfachen Grund, dass ich bisher noch nicht auf ein einziges Shiny-Pokémon getroffen bin. Und ich wollte eigentlich irgendwann mal einem Shiny-Pokémon begegnen. Es ist mir egal, welches Level, es ist mir egal, was für ein Pokémon. Ich will einfach nur irgendwo mal hier ein Shiny-Pokémon finden. Das müsste doch wohl im Bereich des Möglichen liegen. Und dementsprechend halt kein Schutz. Weil sonst würde ich ja keine Pokémon sehen. Er geht, glaube ich, Sinn. Du. So. Ich speichere das Spiel. Und hoffe auf das Beste. Was bist du denn? Die Steintafel. Nicht vergessen, Deoxys hat schlechte KP, Verteidigungs- und Spezialverteidigungswerte. Was kann dieses Pokémon überhaupt? Warum will ich es haben? Versteht niemand. So, ich setze Kreuzschere ein. Wow. Wäre gleich mal schief gegangen. Holla. So, hallo Darklea. Ja gut, dann kann ich ja jetzt eigentlich Bälle werfen, ne? So, und bitte. Ja, das wird cool. Am Ende wird es ein Shiny Zubat namens Bob. Vielleicht. Spezialangriff von Deoxys sinkt stark. Stinkt stark. Setzt Kosmikkraft ein. Verteidigung steigt. Spezialverteidigung steigt. Naja. Es hat die höchsten Werte in puncto Angriff, Spezialangriff und Initiative. Ist es stärker als Mewtwo? Nein. Es gibt kein Pokémon, das stärker ist als Mewtwo. Jetzt hätte ich fast auf Flucht gedrückt, ey. Schlagt mich. So, Kamerupt, keine Ahnung. Nochmal draufhauen kann ich ja nicht. Wisst ihr nicht mit was? Alles andere tötet ihn ja wahrscheinlich. Setz Genesung ein! Och, jetzt komm mir doch nicht mit so einer Kacke. Cool. Und nu?
Ich habe Angst, dass Kamerupt ihn kaputt macht. Ein Flammensturm wird er doch wohl aushalten, oder? Oder nicht? Oder ein Erdbeben? Hält er sowas aus? Oder lieber Steinhagel? Steinhagel war doch eine verhältnismäßig schwache Attacke, oder? Geradax. Du hast deinen Meisterball nicht... Ich werde doch meinen Meisterball nicht für so ein Pokémon einsetzen. Wer bin ich denn? Das wird ganz normal gefangen. Geradax und Zertrümmerer? Ja, okay. Aber das würde ihm wahrscheinlich 2 KP abziehen oder so. Dann sitzen wir noch bis Dienstag hier. Na gut. Okay. Tolles legendäres Pokémon. Das man mit Samthandschuhen anfassen muss, damit es nicht kaputt geht. Aus Zucker ist das Ding. Verteidigung von der... Ja komm, jetzt hat er seinen Verteidigungswert so oft erhöht. Er würde jetzt wohl eine Kopfnuss aushalten. Bitte. Spezialangriff sinkt stark. Ja, also das ist sogar... Ja, das... Selbst damit dauert es eine halbe Ewigkeit. Das macht er sowieso gleich wieder Genesung. Hyperstrahl kann er auch. Ah, cool. Aha. Das macht er sowieso gleich wieder Genesung und dann dürfen wir wieder von vorne anfangen. Volltreffer. Nein. Gut, danke. So, jetzt ist er im absolut roten Bereich. Hyperball, go! Ich habe sogar mal einen Mewtwo mit einem Pokéball gefangen. Also ich werde hier wohl einen Deoxys mit einem Hyperball kriegen. Ja gut, er will nicht mehr, ich will nicht mehr. Das war ein Pokémon X, wo ich Mewtwo mit dem Pokéball gefangen habe. Ah, er macht mal wieder was. Ich glaube, mit Respekt hat das einfach nichts zu tun, sondern einfach nur mit wahnsinnigem Glück. So. Mach es fertig. Los, Panzer Eron. Also mach es bitte nicht fertig. Das wäre furchtbar nett von dir. Diese Spannung. Es ist nicht zum Aushalten. Die Verteidigung kann nicht weiter erhöht werden. Mhm. Wäre das zumindest auch geklärt? In anderthalb Stunden muss ich fertig sein. Ich sollte mich ranhalten. Ba, 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 ba. Ei.
Irgendwann stirbt er an Langeweile, so ungefähr. Ein paar AP müsste er aber noch haben. Er hat bisher nur einmal Genesung eingesetzt. Genesung ist etwas, was man 20 Mal einsetzen kann, eigentlich? Ich glaube, oder? Oder war es 15 Mal? Nur 10 Mal? Wirklich? Ich dachte, Weichei könnte man nur 10 Mal einsetzen. Und der Witz bei Genesung wäre, dass man es eben mehrmals, also öfter einsetzen kann. Das Pokémon. Ja, okay. So. Wieder vorsichtig draufhauen. Wir husten es mal ganz kurz an. Mit einem Stahlflügel. Daumen drücken. Ah, es setzt noch weiter Genesung ein. Okay. Hat sich was mit anhusten. Ich glaube, jetzt können wir die Herzrenngeschütze auspacken. In Theorie zumindest. Ja. Einer dieser Kämpfe. Lustig, dass das rote Geräusch, dass das Tut-Tut-Geräusch. Ach komm. So, meine lieben Damen und Herren, wir beenden das Spiel und starten nochmal von vorne. Ich krieg das auch ohne Meisterball hin. Lasst mich mal machen. Bring wem Donnerwelle bei. Ich weiß gar nicht, ob ich die TM dafür habe. Wir können mal gucken. So. Nee. Wie kann man denn sortieren? Alphabet. Do, Doppelteam. Nö, ich habe keine Donnerwelle. Es tut mir leid. Jetzt kommt ein Shiny Deoxys. Das wäre lustig. Haben wir irgendwas anderes, was einigermaßen gut ist? Ich kenne die ganzen Attacken ja sowieso nicht. Raub, Sandsturm, Schleuder, Solarstrahl, Steinpolitur, Toxin. Ich kann es vergiften, ja, aber das wird dann nicht gut gehen. Trugschlag, wieder, bla bla. Nö. Hallo Nesselranke. Ja, wenn Nesselranke das auch einfach so fangen kann, dann kann ich das auch. Kannst Donnerwelle in Graphitport City kaufen. Okay. Machen wir beim nächsten Versuch, wenn es jetzt nicht klappen sollte. Du musst nur LR, ZR, Start und Select gleichzeitig drücken. Wo findest du denn auf dem Nintendo 3DS den Button ZR? Kreuzschere. Was? Das ging doch eben gerade... Man bekommt übrigens 3000 Erfahrungspunkte für das Vieh. Nur so. Falls hier irgendjemand trainieren möchte. So lächerlich. Ach ja. Bam, 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 bam.
macht so einen Spaß. Also dann. So, Graffitport City soll ich, ja? Damit ich mir die Dönerwelle kaufen kann. Fliegen. Wo ist Graffitport? Da ist Graffitport. LR Start Select. Ja, ich kann es beim nächsten Mal dann probieren. So, wo war hier der Pokémon-Supermarkt? Direkt daneben. Willkommen im Pokémon-Supermarkt. Was möchtest du... Hier ist sogar kein TM. Nee, Moment, die TM-Abteilung, das war auf dem Marktplatz, ne? Wo geht's denn da nochmal hin? Hier irgendwo. So, wer hat hier TMs? Du hast TMs, oder? Willkommen bei meinem TM-Stand. Donnerwelle. Kostet sich 5000. Hier, bitteschön. Ach, wenn wir schon mal hier sind, dann können wir uns die anderen auch kaufen. So. Die sind auch einigermaßen günstig. Und dementsprechend, zack. Was wir haben, das haben wir. So, Beutel. Donnerwelle. Erlernbar durch... Ah, cool. Ja, dann kriegt halt Geradax die Donnerwelle. Aber Geradax soll eine andere Attacke... Welche Attacke soll vergessen werden? Geradax, bitte vergiss doch einfach mal, dass du so etwas Ähnliches wie... Ja, Kopfnuss dann halt. Wie Kopfnuss beherrscht. Und wieder zurück. Direkt an die Spitze des Turms kann man ja nicht fliegen, oder? Ich hoffe es nicht. Das will ich den ganzen Kram hier umsonst machen. Ich glaube auch, dass ich das schaffe, Anni. Also, ich bin da recht zuversichtlich, was das angeht. Kann halt dauern. Aber ich sag mal, wir haben ja heute sowieso nichts vor, ne? Fast nicht. Deswegen passt das schon. Ihr könnt mir ja schon mal einen Tipp geben, wo ich dann Pokémon trainieren kann. Von der Pokémon-Liga mal abgesehen. Ich weiß, dass es wohl irgendwie Pokémon-Trainer für Geheimbasen gibt oder so, die dann mehrere Hyteras einsetzen und bei denen könnte man wohl sehr gut trainieren, aber ja, davon abgesehen. Gibt es hier im Spiel irgendwie eine einigermaßen passable Stelle, wo man hin und her laufen kann? Der Turm hier zum Beispiel, geben die Viecher hier genug Erfahrungspunkte? Bestimmt nicht, oder? Hier gibt es ja nur Ariados und bla. Geht mir ja hauptsächlich darum, dann die ganzen Pokémon, die sich noch entwickeln müssen, irgendwie auf ihr Entwicklungslevel zu bringen. Und das liegt dann ja teilweise bei einigen Pokémon zwischen Level 40 und ja, Level 55 oder so. Also es kann sich dann teilweise schon ein bisschen ziehen. Zum Trainieren ist die Liga meistens am besten. Problem ist nur, dass die... Liga ja nur noch Trainer beherbergt, die irgendwie Pokémon zwischen Level 70 und 80 haben. Und da, wie wir gesehen haben, brauche ich auch ein einigermaßen schlagkräftiges Team, um da durchzukommen.
Und dann habe ich nicht mehr so viel Platz, um andere Pokémon, die ich eigentlich trainieren will, dann mit mir herumzuschleppen. Also das ist so ein bisschen die Krux an der Sache. So, Geradax haben wir jetzt vorne stehen. Wir speichern den Spielstand. Und tun uns das Ganze nochmal an. Schnappen uns das schwarze Triforce, das da so in der Gegend herumliegt. Und hoffen auf das Beste. Und ja, die Pokémon-Trainer-Rematches auf den Routen wäre bestimmt eine Alternative. Müsste ich dann eben auch auf den späteren Routen schauen, vor allem. So, Dönerwelle. Ja, gut, Kosmikkraft von mir aus. Britzel, Britzel. Gut. Und dann draufhauen. Okay, ein Volltreffer. Das ist schlecht. So, aber Zertrümmerer, das müsste dich ja wirklich nur ankratzen, so ein bisschen. Ja, ich wusste es. Nicht sehr effektiv. Ja. Ups. Ja. Zieht wirklich nur 2 KP ab, kann das sein? Das ist ja grausam. Ach, cool. Ja, das war's dann mit Geradax. So. Panzer-Eron. Ich schicke dich in den Kampf. Ich werfe dann einfach mal hirnlos Bälle. In der Hoffnung, dass das klappt. Es wäre jetzt so schön gewesen. Es wäre so schön gewesen, wenn es direkt der erste Ball gewesen wäre. Ach Mann. Man kann nicht alles haben. So, Genesung. Stahlflügel? Fragezeichen. Wow. Da sehe ich dann mal, dass mein Panzer-Eron auch Robustheit beherrscht. Das war mir gar nicht mehr so bewusst. Der Oxus ist paralysiert. So, jetzt traue ich mich nicht mehr. Also wieder feste drauf. Und der ganze Spaß geht von vorne los. Warum genau ist nochmal diese Spielereihe so verdammt erfolgreich? Verstehe ich nicht. Ich weiß noch, dass ich Deoxys so weit geschwächt habe, dass man HP-Balken fast nicht mehr erkennen konnte und musste trotzdem viele Bälle werfen. Wegen der Sammlerleidenschaft. Tja, offensichtlich. Hier sind meine einzigen beiden Pokémon, die wenig Schaden verursachen, weg. Tentoxa, tötest du Deoxys? Nein, oder? Das würdest du nicht tun. Wir probieren es mal. Mit einer Schlammwoge. Wehe. Wow. Okay. Alles gut. Überball. Los. Yes. Seht ihr? Und ich soll einen Meisterball einsetzen. Jetzt mal ernsthaft. Für Deoxys wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. DNS, Normalform, bla, das Psycho-Pokémon. Deoxys ging aus einem Virus aus dem Weltraum hervor.
Es ist sehr intelligent und nutzt psychokinetische Energie. Dieses Pokémon verschießt Laserstrahlen aus einem kristallartigen Organ auf seinen Brustkorb. Piu, piu! Wow, klingt ein bisschen ungesund, aber na gut. Möchtest du? Nö. Deoxys wurde in die Box geschickt und da kommt's nie wieder raus. Ha, wer nutzt denn Meisterbälle? Ernsthaft. So, ja, Spiel geschafft, würde ich da mal sagen. GG. Tja. Jetzt habe ich alle meine Träume, Wünsche und Hoffnungen erreicht. Ich bin fertig mit dieser Welt. Nein, bin ich nicht. Noch lange nicht. Denn jetzt geht's ja erst so richtig los. Ohoho, Pokédex vervollständigen. Mensch, das wird viel Spaß machen. So, wir haben jetzt noch eine Stunde Zeit. In der Zeit werden wir ja wohl irgendwie 2-3 Dutzend Pokémon zusammenbekommen. Vielleicht auch nicht. Weiß ich nicht. Egal. Erstmal geht's zu Schwester Joy. Und da guck mal in unserem PC. Jetzt bist du ein Pokémon-Meister. Mhm. Also, naja. Außer ich gehe mal wieder zu Troy, der wieder von sich behauptet, dass er der Champ ist. Auf welchen PC möchtest du zugreifen? Du hast das Spiel zum ersten Mal durchgespielt und erhältst dafür neue Hintergrundmotive. Warum? Egal. Gut. So, hallo Box. Box 2, Box 3. Oh, es ist so schön. Meine kleinen süßen Box-Pokémon. Okay, ich muss das Ganze jetzt mal hier irgendwie ordnen. Vor allem, ich muss mir mal einen Überblick darüber verschaffen, was so Pokémon angeht, die ich noch entwickeln kann und welche nicht. Pokémon, die ich nicht mehr entwickeln kann, die packe ich irgendwie nach hinten. Lombrero entwickelt sich noch, oder? Aber da war irgendwas. Brauchte das einen Wasserstein oder irgendwie sowas? Ja, ich bin schon auf Latias geflogen, Rango. Ich glaube, der brauchte irgendeinen Stein oder so. Schwalbus entwickelt sich nicht mehr. So. Was haben wir noch? Formeo, das entwickelt sich auch nicht. Eneko entwickelt sich zu Enekoro. Aber ich glaube, das musste mich ganz doll lieb haben oder so, damit das passiert. Maskeregen entwickelt sich nicht mehr. Pikachu, na okay, das ist Wrestling-Pikachu, das entwickelt sich glaube ich auch nicht. Schluckwech ist schon die weiterentwickelte Form. Plusle entwickelt sich auch nicht. Georock entwickelt sich durch Tausch, also da bräuchte ich dann irgendjemanden, der mit mir hin und her tauscht. Slimog entwickelt sich nicht mehr. Das ist nicht Wrestling-Pikachu. Es sieht aber so aus. Duflor, da brauche ich einen Blattstein oder einen Sonnenstein. Walreiser entwickelt sich nicht mehr. Xbat entwickelt sich nicht mehr. So, Abra, das geht zu Kadabra. Fritzelblitz wird zu Voltenso, glaube ich. Macholo wird zu Machok. Roselia. Entwickelt sich Roselia weiter? Roselia? Roselia? Hat das irgendwann eine weiterentwickelte Form bekommen? Ja? Wie entwickelt es sich weiter? Durch einen Stein? Oder irgend so ein Tauschgedöns? Roserade. Volbeat entwickelt sich meines Wissens nach nicht weiter. Merrill entwickelt sich zu Azumarill und ich bräuchte ja eigentlich auch noch die Vorstufe Azurill. Papinella entwickelt sich nicht mehr weiter. So, Wingull entwickelt sich weiter. Pandir entwickelt sich nicht weiter. So, Sandan entwickelt sich weiter. Vipites. Roselia entwickelt sich mit Stein, okay. Vipites entwickelt sich nicht weiter, oder? Ich glaube nicht. Das hatte keine weiterentwickelte Form bekommen. So, Wablu entwickelt sich weiter. Schneckmark entwickelt sich weiter. Zubiris entwickelt sich nicht weiter. Spoink entwickelt sich, glaube ich, weiter. Mew entwickelt sich nicht weiter.
Puppens. Entwickelt sich, glaube ich, weiter, oder? Auch wenn ich jetzt nicht weiß, zu was. Knacklion entwickelt sich weiter. Anorit entwickelt sich weiter. Hier haben wir das Pummeluff für Hellnagel. Entwickelt sich auch weiter, brauche ich aber einen Mondstein für. Lunastein entwickelt sich nicht weiter. Wohin genau entwickelt sich auch nicht weiter. Puppens zu Level Lepomentas. Okay, alles klar, danke. Kecleon entwickelt sich auch nicht weiter. Ist erstaunlich, wie viele Pokémon sich hier nicht weiterentwickeln. Garados ist auch schon fertig. Tropius entwickelt sich nicht weiter. Ja, okay, da kommen meine geschenkten Pokémon. Regirock entwickelt sich nicht weiter. Aber die fange ich mir natürlich nochmal so im eigentlichen Spiel. Also keine Sorge. Auch wenn ich die jetzt schon in meiner Box habe. Den Spaß gönnen wir uns dann doch noch irgendwann. Registeel. So. Zwirrlicht entwickelt sich noch weiter. Schuppet entwickelt sich auch noch weiter, glaube ich. Auch wenn ich es jetzt nicht ganz genau weiß. Vulpix entwickelt sich noch weiter, aber dafür brauche ich einen Feuerstein. Und kein Geröllheimer. So. Medity entwickelt sich weiter. Hariyama entwickelt sich nicht mehr weiter. Du kannst durch Select auch mehrere Pokémon bewegen. Ach so? Select? Ah. Celebi entwickelt sich nicht weiter. Du. Pinsir. Entwickelt sich Pinsir weiter? Nö. Kyogre? Habe jetzt tatsächlich zwei ausgewählt? Okay, ich verstehe es nicht. Jetzt habe ich einen grünen Pfeil. Moment. Aha. Das ist interessant. Irgendwie. Okay, eigentlich finde ich das viel zu verwirrend. Aber na gut. Mach mal wieder normal. Pinsir bekam nur eine Mega-Entwicklung. Okay. Dann kann es hier auch raus. Das ist meine letzte Box gleich schon voll. Herrlich. So. Dodu entwickelt sich weiter. Genauso wie Enton. Viele sind es ja auch nicht mehr. Ordoch entwickelt sich nicht weiter, bin ich der Meinung. Jirachi entwickelt sich auch nicht weiter. So, Lampi entwickelt sich natürlich weiter. Hooper entwickelt sich wohl auch nicht weiter. Genauso wenig wie Latios. Lilminip? Keine Ahnung. Sieht so klein aus. Das entwickelt sich bestimmt weiter. So. Die beiden, Stolunio und Feurigel, entwickeln sich natürlich weiter. Genauso wie Floink und Dings. Ja, gut. Und Deoxys entwickelt sich nicht weiter. So. Dann ist das hier
Na gut, okay. Und dann haben wir noch Krakelo. Das entwickelt sich aber auch nicht mehr weiter. Und Magnaien. Damit sind wir auch fertig. So, dann sind das hier die Pokémon, die ich jetzt noch so weiterentwickeln kann. Und wo ich dann jetzt eben nur irgendwie eine gute Stelle finden muss, wo ich trainieren kann. Freilassen, ja, klar. Rayquaza packen wir dann auch mal weg. Geradax muss ich ja im Team behalten. Panzer Aeron auch. Tentoxa auch. Gut, dann können wir eigentlich nur Kamerupp noch zusätzlich wegpacken. Die anderen Pokémon brauche ich, um mich frei in der Welt bewegen zu können. So. Und nu? Krakelo zu Kravumps? Ach so, es war noch gar nicht fertig. Oh. Oh. Okay, gut. Dann können wir ja damit gleich weitermachen. Und, ja gut, dann nehmen wir halt Abra. Blups. Und jetzt muss ich nur noch trainieren. Ahahaha, lustig. Gut, ja, wie gesagt, wo gehe ich jetzt am besten trainieren? Das ist eine sehr gute Frage. Ob es sich lohnt, mit Latias/Latios durch die Gegend zu fliegen und diese komischen roten Punkte anzuvisieren, um dann in diversen versteckten Abschnitten zu landen und so, wo ich zum einen andere Pokémon fangen könnte und zum anderen meine Pokémon trainieren kann. Westlich von der Elektro-Arena-Stadt kann man ganz gut leveln. Da laufen Züchter rum, die haben meist viele Pokémon. Ja, aber sind die auch vom Level her okay? Also, okay, ich kann da gerne hingehen, aber irgendwie glaube ich jetzt nicht, dass die mich beeindrucken. Aber na gut, wir geben dem Ganzen mal eine Chance. Fliegen. Hallo Dark Tobi. Buff, buff. Erstmal die Frau anrempeln. Und über den Haufen fahren. So, wer will's hier nochmal wissen? Blasius. Lydia, Irm und die eigentlich alle wollen es von mir wissen. Aber die Züchter haben dafür nur nicht entwickelte Pokémon. Ja. Ich habe mein Pokémon, als es wieder abholte, das über. Damit wir dich besiegen. Blasius. Oh. Warum haben die auf einmal so ein hohes Level? Ist das so, weil ich die Liga geschafft habe? Oder warum haben die Level 50? Ich bin überrascht. Positiv quasi, aber ich bin überrascht. Dann nehme ich alles zurück. Weitestgehend. Ach, das wird jetzt schön werden. Krakelo erreicht Level 32. Ja, ja. Wann entwickelt sich Krakelo nochmal zu Kravumps? Dauert ein bisschen, oder? Level 40 oder so? Ich glaube, irgendwie sowas im Dreh. Ich bin einfach zu stark. Yay. Oh! Ich dachte, er ist Level 18. Na gut. Nanu, Abra entwickelt sich. Können wir das erste Pokémon gleich wieder austauschen. Weil für Simsala müsste ich auch erst wieder tauschen.
Ja. Das formschöne Kadabra. Nur echt mit seinem dicken Hinterteil. Was auch immer da hinten dran hängt, ich verstehe es nicht. Speichert das darin seine gesamte psychische Energie oder so? Oder warum ist das so dick? Dü. Krakelo auf Level 40. Ach so, ja gut. Mit der einen Tussi hier sollten wir mal sprechen. Da war ja noch ein Pokémon, was wir uns abholen können. Kadabra, bitte wieder auf die Ersatzbank. Einen schönen guten Tag, du musst Hering sein, ich hab hier. Du kannst drei trainieren, Panzer-Eron brauchst du nicht. Ja, ist ja gut. Pack ich halt Panzer-Eron weg. Weil Kirby Freak voll nicht auf Panzer-Eron steht. So. Dü. Panzer-Eron, du gehst... Na gut, aber du gehst in meine Kampfbox. Hallo Zygarde. Du bist ein Drachenboden-Pokémon und du siehst unfassbar hässlich aus. Aber das ist nicht schlimm. Hauptsache du gehörst zu mir. Hier, mach's dir bequem zwischen Deoxys und Magnarion. Viel Spaß. Wäre das geklärt? Dann können die beiden Schnupsis hier mal hier rüber wechseln. In die kleine volle Box. So, hier Fritzelblitz und... Naja, gut. Dann nehmen wir halt Eneko mit und geben ihr die Sanftglocke, in der Hoffnung, dass sie irgendwann glücklich genug ist. Beutel. Die Frage ist, wo habe ich die Sanftglocke? Die hatte ich doch, ja. Alphabet. Da ist es. Geben. Sanftglocke wird nun getragen. Eneko braucht einen Stein? Ach so. Ja, toll. Dirks. Ich dachte, es muss zufrieden sein. Oh. Zum Glück habe ich euch. Sonst hätten wir jetzt eine... halbe Ewigkeit Eneko trainiert und ich habe mich gewundert, warum da nichts kommt. Gut, dann geht's direkt wieder weg. Ich weiß noch nicht, wie ich das mit den Steinen mache. Ich muss mir erstmal angucken, wo ich hier in diesem Spiel wieder vernünftig Steine bekommen kann. Weil ich hasse es, Items zu verschwenden. Also ich verschwende sie ja in dem Sinne eigentlich nicht, weil ich will die Pokémon ja entwickeln. Aber trotzdem, irgendwie... Ich scheue mich davor, Gegenstände einzusetzen, die man nicht in unendlicher Anzahl bekommen kann. Kann das irgendjemand nachvollziehen? Weiß nicht. Hab da ein riesengroßes Problem. Obwohl wir zu zweit waren, haben wir... Ja, gut. Oh, wir wohnten hier. Geheimbasis, Track Secret. Können die Leute hier was? Hallo, ich bin Track. Oh, ein Pichuka-Poster. Was ist ein Pichuka? Ja. Boah, ein Pfiffchen, ein Wundertausch. Wow. Bist du bereit für diese? Ja. Du. Schnurgas, Durengard und Brutalanda. Was? Cool. So ein Dreierkampf sieht schon irgendwie nett aus, oder? So ein bisschen. Bisschen. Oh, ja gut. Aber es, ich merke gerade auch, es ist ein bisschen komplizierter, wie es scheint. Ja komm, dann mach halt Mega-Entwicklung und hau halt mit der Laubklinge. Ja, hau halt mit der Laubklinge hier drauf. So, und du setzt mal Kaskade ein. Oder? Surfer geht auf alle, ne? Auf Gewaldro geht's noch ein bisschen.
Mach halt Kaskade. So, ist doch egal. Mein Gott, bin sowieso 30 Level über den. Ah, cool. Auch das darf natürlich nicht fehlen. Und so schützt er sich. Und so muggelt er sich durch. Im großen Supermarkt kannst du dir, glaube ich, Steine kaufen. Mir wurde gesagt, das funktioniert nicht. Man kann irgendwann... Oder ab irgendeinem Pokémon-Teil kann man keine Steine mehr kaufen. Das schrieb man mir unter eines der Videos. In dem Spiel hier ist es wohl so, dass man sich Bauteile, in Anführungszeichen, für die Steine unter Wasser organisieren kann. Und die muss man dann zum Typen bringen und der gibt einem dann die Steine. Kann das irgendjemand bestätigen? Das wurde besiegt. Wenn die Kämpfe so lange dauern, ist es natürlich auch nicht unbedingt so der perfekte Ort zum Trainieren. Aber naja. Oh wow. Das hat's ja gebracht. Was macht Zentoxa jetzt eigentlich? Gewaldroh ist so weit weg. Also Quatsch, nicht Gewaldroh, hier das Brutalander. Ja komm, Funkensprung, mach mal Silberblick weg. Steine gibt es nun endlich beim Supertraining, okay. Das heißt, ich müsste mich nur mit dem Supertraining beschäftigen. Nur in Anführungszeichen. Vergeltung. Was ist eine Vergeltung für eine Attacke? Schaden verdoppelt sich, wenn der Anwender bereits Schaden genommen hat. Ja, dann, mach den Karateschlag halt weg. Auch wenn es sowieso geil ist. Yes. Was soll Geradax tun? Angreifen? Was soll Gewaldro tun? Angreifen. Was soll Zentoxa tun? Angreifen. Ja, ja, ja. Und was macht ihr heute Abend noch so? Wenn ich dann in knapp 40 Minuten nicht mehr streame. Das musste ja so kommen. Ich gebe es zwar nur ungern zu, aber ihr seid stark. Das war ein toller Kampf. Brauchst du irgendwas? Nö. So. Bist du bereit? Ja, ja. Ein Rick and Morty Marathon. Das ist eine Serie? Fragezeichen? Sag mir jetzt nämlich... gar nichts. Rick and Morty. Ich bin so schrecklich ungebildet. Hauptsache der Schlammwoge war jetzt vielleicht nicht so... Naja, ist egal. Tolle Zeichentrickserie. Nicht jugendfrei. Sehr nerdig. Hallo Tuba. Das mit der Pokémon-Action jetzt ist übrigens auch relativ spontan entstanden. Eigentlich, natürlich ist es spontan entstanden, gestern wusste ich es nicht.
Eigentlich wollte ich normale Aufnahmen tätigen. Aber irgendwas hat mich da vorne dran gehindert. Ich bin mir nicht ganz sicher, was es war, was es ist, wie auch immer. Ich wollte eigentlich mit Zelda anfangen, A Link Between Worlds. Dann habe ich es gelassen. Und jetzt spiele ich Pokémon mit euch. Jetzt weiß ich noch nicht, was ich nachher mache. Ob ich dann... Meine Pokémon sind geheilt, oder? Ja. Ob ich dann weiter aufnehme. Oder... Halt nicht. Hast du schon einen Ersatz für den Freitagsstream, wenn Reise ins All fertig ist? Nö. Weil die Sache ist, ich will das eigentlich, deswegen kann ich momentan auch so schlecht planen. Ich will das eigentlich davon abhängig machen, ob ich dann jetzt tatsächlich in einigen Tagen, / Wochen, besseres Internet habe oder eben nicht. Weil wenn ich besseres Internet habe, dann kann ich natürlich auch entsprechend einige andere Dinge besser streamen, die ich normalerweise auf meinem Kanal machen müsste. Aber die ich dann eben auf meinen Stream hinein verlagern könnte oder so. Das ist momentan so ein bisschen die Krux, vor der ich stehe. Hatte ich ja heute Nachmittag getwittert. Für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben. Also ich habe mich nochmal mit O2 in Verbindung gesetzt. Und die haben dann so zu mir gesagt, Ja, stimmt, sie haben vor 2 Wochen einen Tarifwechsel gemacht, aber den haben wir wieder rausgenommen, weil wissen wir eigentlich auch nicht so richtig. Aber wir können das gerne wieder reinsetzen, wenn sie möchten. Ja. Ja, Leute. Ich will den Tarifwechsel machen. Ich will besseres Internet. Meine Fresse. So, jetzt muss ich wieder ungefähr 2 Wochen warten. Und dann habe ich vielleicht besseres Internet. Und... Wenn nicht, dann ist es halt nicht so, aber ja. Ich brauche halt die Gewissheit, damit ich irgendwie... Damit ich weiß, wie ich einfach mit meinem Kanal weitermachen kann. Ob ich dann wieder ein bisschen mehr streame oder ob ich mich doch dann doch mehr auf Videos wieder verlagern sollte. Es ist so irgendwie... Keine Ahnung. Kombination aus beiden wäre natürlich auch sehr schön. Aber... Auf der anderen Seite wäre es halt besser, wenn ich mich ein bisschen mehr entscheiden könnte für das eine oder das andere, um es mehr zu betreiben, weil beides gleichzeitig viel zu machen kann ich nicht, weil dafür fehlt die Zeit. Alles irgendwie doof. Ich bin gerade im Überlegen, ob diese Kämpfe hier gegen Schmerbe und Co. überhaupt was bringen. Irgendwie, die geben sowieso erstaunlich wenig Erfahrungspunkte. Also vielleicht sollte ich lieber wieder rausgehen. Ich bin jetzt mit dieser Dings da hier durch. Ich meine, die Pokémon, die erreichen zwar alle hier neue Level, aber es könnte besser gehen. Das ist nicht sehr effektiv. Gewaldro fällt auf Verhöhner rein. Gewaldro. Gut zu wissen. Krebskorps wurde besiegt. Das musste ja so kommen. Ich gebe es ungern zu. Das ist schön. Also, Trainer. Bist du einer? Mitten in einem Triathlon. Oh yeah, aber lass uns schnell kämpfen. Na gut. Dann zeige mal, was du so triathletisch drauf hast. Wenn du möchtest. Du. Warum ist jetzt Geradax ganz vorne? Verstehe es nicht. Naja. Ah. Denke ich, sollte Geradax austauschen. Nur so ein Gefühl. Klitzekleines Gefühl. Oh, Donnerzahn. Beliebte Attacke. So
Sollte er eventuell lernen. Eventuell. Aber kann man auch wahlweise seinem Aerotyp beibringen. Wenn man ganz viel Lust hat. Oh, ein flauschiges Arcani. Sowas als Haustier, das wäre cool, oder? Ich meine, von der Größe her wäre es vermutlich ungefähr so... Ja. Es wäre vermutlich so groß wie meine Couch. Allerdings, wenn ich ein Arcani hätte, dann bräuchte ich meine Couch eigentlich gar nicht mehr. Weil dann könnte ich mich einfach auf Arcani drauflegen, wenn ich schlafen möchte. Und mich dann da so rankuscheln. Bestimmt auch schön warm. Und wenn es gerade nicht warm ist, dann macht Arcani einfach nur mal kurz Flammenwurf oder so und steckt mein Haus in Brand. Ja, okay. So, Geradax. Oh, was hast du denn mal wieder eingesammelt? Elixier vom Geradax erhalten. Das ist schön. Gewaltro. Geh du mal nach vorne. Kümmer dich mal drum. Lydia, oh Lydia. Oder Geradax eine starke Attacke an die Stelle von Donnerwelle setzen. Aber wir brauchen Donnerwelle doch für die Zukunft. Wir werden noch auf sehr, sehr viele hochkarätige und schöne Pokémon treffen, die ich fangen muss. Dementsprechend brauchen wir Geradax. Ja, und seinen Donnerwelle. Ergibt in meinen Augen und Ohren Sinn. Ist ein bisschen lächerlich, wenn sie jetzt auch nur Goldinis und so weiter einsetzt. Ich meine, es ist zwar schön, dass sie auf Level 50 sind, aber bei nur 685 Erfahrungspunkten ist jetzt nicht so der Brüller. Ich denke, sie ist eine Pokémon-Züchterin. Was züchtet sie denn so lange an den Pokémon rum? Die sind Level 50, mein Gott. Die hätte sie schon zweimal entwickeln können. So keine Züchterin. Ernsthaft. Irgendwas läuft hier schief. Ganz gewaltig. Beruf verfehlt, setzen 6. Naja. Das wird noch, glaube ich, ein sehr langes Stream-Projekt. Wisst ihr das? Wenn ich den ganzen Scheiß wirklich so auf normalem Wege, in Anführungszeichen, mir holen will. Das ist, wow. Hei. Soll eine andere Attacke durch Überwurf. Was ist denn Überwurf? Anwender greift das letzte an, hat dafür aber eine Treffergarantie beim eigenen Angriff. Ist ja quasi fast das genaue Gegenteil von Vergeltung, oder? Find Vergeltung cooler. Setz als nächstes Knospi ein. Ich glaube, nach dem Aufwand könnte Deoxys besser die Rolle des Legendenschwächers übernehmen. Meinst du? Aber Deoxys hat doch verhältnismäßig starke Attacken. Und ist Level 80. Der Witz bei Deoxys ist ja, es hält nicht so viel aus. Ich habe da eher Angst, dass es von diversen legendären Pokémon gemeuchelt wird, während es noch versucht, diese zu schwächen. Nicht, wenn du es in die Verteidigungsform bringst. Was ist denn bitte schön eine Verteidigungsform? Das ist so ein Kram wie bei diesem Stahlgeist-Pokémon, dem Schwert. Deoxys hat 4 Formen. Ah, cool. Ja. Früher gab es sowas bei Pokémon übrigens noch nicht.
da brauchten die Viecher keine verschiedenen Formen oder so. Da hatten die 4 Attacken und da war gut. Und wir sind trotzdem damit klargekommen. Neumodischer Schnickschnack. Wisst ihr, was eine super coole Funktion in Pokémon Stadium 2 war? Man konnte Pokémon Rot, Blau, Gelb, Gold, Silber, glaube ich, mit erhöhter Geschwindigkeit spielen. Das hat sehr viel Spaß gemacht. War zum Trainieren sehr gut geeignet. Hatte fast ein bisschen was vom Cheat Mode, aber naja. Laufklinge, bam. Ja, die Trainer hier gefallen mir irgendwie nicht. Die haben zwar viele Pokémon, aber wie gesagt, die hinterlassen irgendwie wenig Erfahrungspunkte. Also, ich bin von der Stelle hier nicht so ganz überzeugt. Verdödeln nur ganz viele AP für irgendwelche, naja, Durchschnitts-Pokémon. Du weißt, wie man sie richtig aufzieht. Du weißt, wie man sie richtig und so weiter. So, was mich ein bisschen gewundert hatte. Ach Quatsch. Das. Hier ist auch ein Pokémon Center. Was mich ein bisschen gewundert hatte, ist die Tatsache, dass Macholo sich noch nicht weiterentwickelt hat. Ich dachte, das wäre auch auf Level 25 der Fall, aber es scheint wohl erst auf Level 28 so zu sein. Du. So, wo fliege ich denn dann dafür hin? Achso, ich kann ja auf normalem Wege nicht fliegen, weil mein Panzer Eron ja nicht da ist. So, das heißt, ich benötige. Achso, ne, Moment, das müsste hier irgendwo sein. Deonflöte. Wir stimmen ein paar wagemutige Flötentöne an. Und erfreuen uns daran, dass Latias wieder zu einem Düsenjet wird. Njo. Wie gesagt, mit montiertem Maschinengewehr würde das Ganze irgendwie viel mehr Spaß machen. Aber naja. So, wo ist denn hier vielleicht mal ein roter Punkt oder so, den man anvisieren kann? Hätte jetzt mal voll Bock drauf. Irgendwas zu sehen. Da ist ein roter Punkt. Irgendwas Cooles zu sehen. Namenlose Ebene. Möchtest du hier landen? Ja. Dies möchte ich tun. Cool. Aufenthaltsort unbekannt. Du spürst einen kraftvollen Blick, der dich fast schon zu rufen scheint. Oh. Speichern. Das war nicht Latios. Latios ist doch der Blaue. Hä? Da kam zuerst Latias an und es hat sich in seine Mega-Entwicklung verwandelt. Jetzt mach mich nicht fertig, Kirby Freak. Du. Ein geheimnisvoller Ring schwebt in der Luft. Durch die Öffnung ist etwas zu sehen. Möchtest du. Ja? Plops! Aha! Okay. Sicher zum allerersten Mal das Vieh. Keine Ahnung. Terrakium. Ich bin 30 Level über dir. Das ist schlecht, oder? Probier's einfach mal. Ah, sehr, sehr gut. Terrakium klingt so wie Boden-Pokémon. Das heißt, Donnerwelle wird nicht funktionieren, oder?
Fürchte ich. Ritter der Beharrlichkeit. Mhm. Gesteinkampf. Oh, das heißt, Donnerwelle funktioniert? Ja, wenn das so ist. Irgendwie finde ich die Musik gerade cool. Dupdi-dup. Heimzahlung. Wow. Cooler Effekt. Absolut. Nein, nicht Beutel. Donnerwelle. So, Wetten werden angenommen. Wie viele Hyperbälle benötige ich hier? Die Ringe sind übrigens eine Anspielung an den Hooper-Film. Hooper, Hooper. Na gut, das wurde mir ja in den Kommentaren auch gesagt, dass die Ringe, denen ich begegnet bin und als ich dann eben Hooper bekommen habe, ob die Ringe mich an irgendwas erinnern. Ja, natürlich. Den Zusammenhang habe ich schon irgendwie gecheckt. Aber den Film habe ich natürlich trotzdem nicht gesehen. Ich habe nur die ersten drei Pokémon-Filme gesehen. Nimm doch mal Finsterbälle und warte auf die Nacht. Ja, also... Ich muss in der nächsten halben Stunde fertig sein. Das ist schlecht, auf die Nacht zu warten. Das Pokémon hat sich befreit. Ah, cool. Giradax wurde besiegt. Nächstes Pokémon rufen. Yay. Das kleine süße Terrakium hat bestimmt Lust. Kannst du mit Silencario gleichzeitig streamen? Ich glaube, das wäre irgendwie doof. Mit sowas wollen wir ja gar nicht anfangen. Oder meint ihr zusammen streamen? Mit gleichzeitig. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Terrakium sich mehr ziert als Deoxys. Der will einfach nicht im Ball bleiben. Zugegebenermaßen, das ist nicht im roten Bereich, aber trotzdem. Das sollte doch jetzt hier nicht ausschlaggebend sein. Oder? Sein Heimzahlungsangriff ist echt stark. Wonach richtet er sich? Nach der Anzahl der aktuellen KP, die er hat? Okay. Krakelo? Ich wähle dich. Jetzt komm einfach hier rein in den Ball. Ist doch ganz kuschelig da. Ich muss Gewaltroh heilen. Hilft nichts. Die ganze Sache geht hier irgendwie schief. Beutel. KP, Hypertrank. Bam.
Oh, das wird spannend, Leute. Quasi die letzte Aktion des heutigen Tages. Schaffe ich es, Terrakium einzusacken oder nicht? Dieses wunderbare Pokémon, von dem ich vorher nie gehört habe. Und ich darf es wieder heilen. Wie oft kann er eigentlich Heimzahlung einsetzen? Scheint eine überaus nette Attacke zu sein. Deswegen wundert mich das. Wow. Eigentlich wird Heimzahlung nur stärker, wenn ein Team-Pokémon besiegt wird. Das heißt, er ist einfach nur so stark. Habe ich irgendwas anderes? Pokéball, los! Ist mir jetzt egal. Das ist so lächerlich. Warum? Das ist im Endeffekt genauso wie damals die Mewtwo-Aktion bei mir. Auch zig Hyperbälle draufgeworfen, das Ding ist nie reingegangen, werfe ich aus Spaß einer Freude einfach mal einen Pokéball, zack, ist er drin. Verstehe es nicht. Die Deutsche Bahn feiert mit mir. Ein legendenbesungenes Pokémon mit seinen einzigartigen Kräften zerstörte es zum Schutz der Pokémon ein Schloss. Ja. Schön, dass es ein Schloss kaputt gemacht hat. Ich hoffe, es wurde dementsprechend von der Versicherung diesbezüglich belangt. Aber na gut. So, dann kann ich ja jetzt hier gehen, ne? Das wäre zumindest relativ ratsam. Einsetzen. Und go, go. Und ich kann wieder einkaufen gehen und bla bla bla. Ach ja. Aber immerhin, wir haben heute Zigarde geschenkt bekommen. Wir haben... Was haben wir noch? Zigarde geschenkt bekommen. Wir haben Deoxys gefangen. Wir haben Terrakium gefangen. Wir haben noch irgendwas anderes gemacht. Versucht, unsere Pokémon zu trainieren. Hat so mehr oder weniger geklappt. Naja. Ich weiß nicht, ob man von einem erfolgreichen Tag sprechen kann. Aber es war ein halbwegs spaßiger Tag. Wir müssen aber mal sehen, wie wir das in Zukunft mit diesen Pokémon-Streams so machen. Das reine Training ist halt wirklich so ein bisschen... Naja. Es ist halt ein bisschen belanglos. Ich sehe das schon ein. Wir müssen da irgendwie vielleicht mehr Gesprächsthemen finden oder wie auch immer. Weiß ich nicht. Oder ich muss mir im Vorfeld was überlegen. Oder vielleicht sollte ich das normale Trainieren der normalen Pokémon tatsächlich doch selbst machen. Und mich dann nur in den Streams darauf versteifen, die legendären Pokémon zu fangen, oder... Ich habe keine Ahnung. Vielleicht fanden die es aber auch ganz entspannt, das so nebenbei laufen zu lassen. Um mir beim Trainieren hier ein bisschen zuzugucken. Weiß ich nicht genau. Könnt ihr mir vielleicht noch beschreiben. Ansonsten, ja... Ich habe es ja im Twitter-Dingens schon geschrieben, im Tweet. Mein geschätzter Kollege... Selencario streamt gleich. Ich glaube, er spielt heute Mario Kart 8, Splatoon und Super Mario Maker. Das heißt, wenn ihr da irgendwie Lust drauf habt, dann könnt ihr da gerne vorbeischauen. Ansonsten wünsche ich euch an der Stelle einfach nur einen schönen Samstagabend und noch einen schönen Sonntag, ein schönes restliches Wochenende. Und ja... Dann hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen. Ich versuche mir Mühe zu geben, jetzt an diesem Wochenende noch irgendwas Produktives zustande zu bekommen, damit wir zumindest irgendwelche Videos dann vielleicht auch mal wieder haben, abseits der Streams. Aber ja, ich muss halt gucken. Hat mich mal wieder zum Pokémon-Spielen gebracht. Das ist schön. Sowas lese ich gern. Gut, okay.
Na dann. Also wie gesagt, euch noch einen schönen Abend. Und dann sehen und hören wir uns hoffentlich ganz bald wieder. Ich sag für den Moment dann erstmal wieder tschö mit Ö. Und hoffentlich bis ganz, ganz bald.